So. Tun wir so, als ob es die Saison vorher nicht gab. So ein neues Spiel. Männerfußball, ihre Datenbank. Wir werden jetzt aus Deutschland, wir nehmen jetzt von jedem Kontinent nur eins, vielleicht sind die Ladezeiten dann besser. Deutschland komplett. Neuseeland, weil ich will auf jeden Land mal die Champions League gewinnen. Machen wir Brasilien, Südamerika, USA, Nordamerika und Japan, Asien. Das reicht. Moment, habe ich Afrika vergessen? Scheiße, ich starte nochmal neu. Mich das Scheiß, wirklich absoluter Scheiß. So, nochmal von vorne. Ich starte Waff neu. Gleich geht's los. Warum geht's nicht? Ah, jetzt sollte es losgehen, ja. So, nochmal von vorne. Dann müssen wir es mir leichter machen, weil Vereinsgründung hat man das schlechteste Team, da will ich zumindest Geld haben. So, neues Spiel, Männerfußball, ihre Datenbank. Nehmen alles aus Deutschland. Aus Afrika nehmen wir Südafrika. Aus Asien nehmen wir Japan. Aus Nordamerika nehmen wir die Vereinigten Staaten und Neuseeland. Ja, und jetzt machen wir weiter. Gut, das dauert etwas, dann gucke ich mir mein Fleisch an. Thank you.
So, das wird lecker und immer noch nicht fertig. Guck ich mal kurz, was Pflege sagt. So hat es endlich geladen, immer noch nicht. Und dauert das so lange? Das ist ja absolut nervig. Ja, sechs Ligen sind einfach viel zu viel. Also sechs Klassen und 60 verschiedene Ligen in Deutschland. Das ist einfach viel zu viel. Sobald das einmal durch ist, geht's fix weiter. Das kann doch nicht so lange dauern. Mann, ey. Ist das ein Witz? Jetzt gucke ich noch mal, was mein Essen macht. So, da ist es doch. Ein Spieler. Das sind meine Manager-Daten. Das ist meine Lebenspartnerin. So, Budget machen wir. Also, wir machen erstmal individuell. Ich hatte groß eingestellt. Ich hatte Budget groß eingestellt. Scheiße. Wie soll ich das denn jetzt schaffen? Clubgelände groß, Bauzeiten kurz, Härtetransfermarkt leicht, Wichtigkeit Scouting. Ne, doch nicht, hatte ich doch nicht wo gehabt, weil das ist alles unten, habe ich war anders. Jobsicherheit hoch. Hilfe bei Strafen wenig. Gut, gründe ich jetzt den Verein, dann sehen wir nochmal, wie viel Budget ich habe. Das ist so frustrierend. Das kann auch keiner schaffen, wirklich. Das kann keiner schaffen, wenn man das schlechteste Team hat. Oh geil, die haben Trikot und so übernommen. Das ist super. Die PN Academy ist, die PNA ist. So, jetzt gucken wir mal. Bochum haben die auch übernommen, sehr gut. Ah, Bankguthaben da. Okay, wir müssen leider auf Maximum gehen, sonst hat man keine Chance. Wir tun es so, als ob schon ein Investor Peter Neururer selbst da rein investiert hat. Da kann man sich das gut einreden. Unterstützung Wirtschaft übertrieben. Ich weiß sonst nicht, was ich machen soll. Dann schauen wir mal.
nächsten Sonntag. Jetzt bin ich gespannt. Wie sieht Team aus? Wie sieht Budget aus? Richtig frustrierend, ne? Das ist. Boah. Vier Aktionspunkte, gut. Ich habe immer noch genauso viel Budget. Scheiße. Scheiße. Mal Aktionspunkt einsetzen, jetzt schon. Ich habe keine andere Wahl. Meine ganzen Aktionspunkte ist verballer ich für die 100.000. Oh Gott. Ich habe sonst keine Ahnung, was ich tun soll. Immer noch Gurken. Scheiße. Ich kann keine Vereinsgründung machen mit 6 Ligen. Ich komme nicht voran. Kein Torwart. Diesmal habe ich kein Torwart. Wie sieht nochmal mein Gegner aus? Mein erster Gegner vom Team. Ja, der hat zumindest Vierer. Ich muss einen Fünfer-Torwart suchen und dann gucken. Scheiße, ich habe keinen Bock. Das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß für Vereinsgründung. Man ist tot. Man ist einfach tot von Anfang an. Absolut keine Chance. Keine Ahnung, was ich machen soll. Moment, ich habe eine Idee. Wie wär's mit alten Säcken? Komplett auf alte Säcke gehen. Wie wär's damit? Ich probier's. Ich muss ja irgendwie etwas probieren. Ich mach mal. Kurzfristiger Erfolg. Warum nicht? Wenn es überhaupt geht. Schade. Stärke 6 ist ja, ne? Okay. Okay, die wollen nichts mehr. Kann ich ja nur Stärke 5 verpflichten, okay. Selbst Stärke 5 ist zu viel. Ich kann keinen Spieler holen, der mich verbessert. Ich kann keinen holen. Ich bin total überfragt.
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Dreihunderttausend ist zu viel. Ich habe keine Ahnung. Ich bin am Ende. We Are Football ist nicht dafür gemacht, Verein zu gründen. Schade. Keine Chance. Dann schaue ich jetzt mal Stärke 4. Zu teuer alle. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Man steigt wieder ab. Man hat kein Geld. Und kein Spieler will zu einem wechseln. Bei Vereinsgründung. Keiner. Ach so, Libero gibt es natürlich keinen. Keine Ahnung, was ich tue. Ich werde die erste Saison alles vom Co-Trainer machen lassen. Ich hole einfach nur gute Spieler und hoffe, dass diesmal Klassenerhalt klappt. Weil so viel Zeit investieren, um wieder abzusteigen, meine ich, ne? Mache ich überhaupt nicht mehr. Ich will mich nicht wieder überlasten, deswegen mache ich jetzt das alles selber.
Torwart 4,2, nehme ich an. Ach komm, nehme ich. Und der Stürmer ist nur 2,7, na egal, komm. Dann nicht. So, ich gucke, was mein Essen macht. Ja, hier ist schon wieder Diego Demme zu Bochum. Ha. Mensch, wer ist das denn? Cool. Jetzt gucken wir nochmal Aufstellung. Ich brauche einen LAV. Und Außenstürmer. Ich gehe jetzt scheiß auf mein Libero-System. Wie viel Budget habe ich denn noch? Ich verkaufe auch mal Spieler am besten jetzt. Den behalte ich. Okay, die sind jetzt alle relativ gut. Boah. Ach, das ist zu schwer. Es ist einfach zu schwer.
Kein rechter Außenstürmer, fuck. Aber ein Dreier. Ja, den kann ich nehmen. Okay. Achso, Moment, ja, dann gehe ich nochmal Privates mit. Zweimal Woche Sport, gut. Sponsor suchen. Weiter. Ne, nochmal zurück. Knapp. Puh, ganz schön alt geworden. Guten Morgen, wir fangen gleich an, oder? Ja, das war ein Wort. Also Leute, dafür fahre ich den persönlich dahin. Guten Morgen. Also Ihr Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, heute ist anscheinend. Ja, das war ein Wort. Also Leute, dafür fahre ich den persönlich dahin. Gut, ich habe jetzt kein Geld mehr. Hat wieder mal rein gar nichts gebracht. Ich habe immer noch ein Scheiß-Team. Sind alle zu schlecht. Und Marco Reus wechselt zu Barcelona. Wenn Transferphase vorbei ist, werde ich dann simulieren bis Winterpause. Es macht keinen Sinn, mir das anzutun. Absolut keinen Sinn. So, jetzt habe ich 410.000 noch im Vereinsbudget. Das werde ich in Mitglieder investieren, um die zu überzeugen, dass wir uns einen Investor an Land ziehen. Anders geht's nicht. Das macht einfach keinen Sinn. So, jetzt gucken wir mal, wie es
2, 5. Okay, jetzt haben wir wenigstens keinen Einer mehr im Team. Das hatten wir beim letzten Mal ja nicht so. Und wir haben einen super Keeper. Wer weiß, vielleicht reicht das ja diesmal. Mal gucken, wie es bei Fliege läuft. Keine Ahnung. Wenn es diesmal wieder nicht klappt, muss ich vierte Liga anfangen. Mit Wattenscheid oder... Ach, die sind ja fünfte Liga. Weil... kein Porgo, es macht keinen Sinn. Aber versuchen wir einfach mal gleich zu simulieren. Und vielleicht klappt es ja mit Investor und dann vielleicht... Mal gucken, wie viel Geld man in der 6. Liga kriegt. Weil ich brauche Geld. Ohne Geld geht's nicht. Geraldo Becker wechselt diesmal zu Liverpool. Okay. So, Mitglieder wieder überzeugen. So, bin gleich wieder da. Mitglieder wieder anwerben. Ich brauche Sponsor. Investor. Aber ist auch realistisch. Man kann ja auch nicht in der 6. Liga anfangen und erwarten, dass man auf Anhieb sich ein Aufstiegsteam bastelt, ne? Muss man leider zugeben. Wo war das nochmal? Hier? Hä? Ah, da.
So, erstes Spiel steht wieder vor der Tür. Ja, mal gucken, wie es dann läuft. Okay, sieht gut aus. Ach komm, nehme ich an. So, wird es diesmal besser laufen? Wenn nein, dann... Ja, dann könnt ihr mich alle am Arsch lecken. Da sollte man sich vielleicht mal was überlegen, wie man eine Vereinsgründung spaßiger machen kann. Denn Realismus ist nicht spaßig. Ich muss die scheiß Szenen wieder ausmachen, ey. Jetzt bin ich ein bisschen baff. Okay. Gut. Cool. Ab der 70. 4 Gegentore bekommen, geil.
Super, es läuft ja wieder nicht. Schon wieder eine rote Karte, ne, Verletzung. Er hat sich verletzt. Es läuft genauso wie vorher. Macht alles keinen Sinn. Man hat keine Chance bei Vereinsgründung, keine. Gut, den verkaufe ich. Mach doch hin, ich kann das einfach nicht mehr, wirklich, ich kann das nicht mehr ertragen. Wirklich, macht null Spaß. Man muss einfach selber Vereinsauswahl nehmen oder einen guten Verein in der unteren Liga nehmen. Vereinsgründung ist für den Arsch, einfach für den Arsch. Kein Geld, keine Spiele. Bin immer toll durchdacht, so ein dämlicher Fickdreck.
Null Chance, ne, wirklich absolut. Wieder verloren, ey. Einfach nur fürchterlich das Spiel. Und gibt es dann überhaupt die Option für einen Gründen? Undurchdacht, macht keinen Spaß. Absolut chancenlos. Mal gucken, wie die erste Investor-Sache ausgeht. Wenn das mindestens 10 Millionen sind, dann habe ich eine Chance. Dann habe ich eine Chance, ein Team aufzubauen. Heißt einfach lächerlich, ey. Einfach lächerlich. Hat man sich überhaupt das mal angeschaut, was für Spieler man bei Vereinsgründung hat? Einfach lächerlich. Ja, bravo. Sehr geil. Kann man das Spiel sich irgendwie erstatten lassen? Das ist ja wirklich lächerlich. Peinliche Dreckscheiße, wirklich. Das stellt mir drei Angebotene. Ja, wir werden auch nur dämliche Hurensöhne angeboten. Macht natürlich wieder sehr viel Spaß. Okay, den kann ich nehmen. Stärke 3.
Die haben sogar Fünfer im Kader, das ist einfach lächerlich. Meine. Und Fünfer wollen nicht zu mir wechseln, das. Wer hat sich diesen Scheiß überlegt, wirklich? Läuft dann noch schlechter als beim ersten Spielstand. Das ist einfach lächerlich. So, wann habe ich endlich mein scheiß Investor-Angebot? Nächste Woche wahrscheinlich. Oh, Scheiße. Am besten Anstoß 3 wieder rauskramen. Aber dieser Scheiß macht hier keinen Sinn. So, Investor suchen, geht das jetzt? Oh, da muss ich auch noch 100% kriegen, das ist doch so. So ein frustrierender Scheiß, ey. Ob ich das überstehen kann, ich weiß das einfach nicht. Wenn ich die Klasse nicht halte, dann sowieso nicht. So, ich lasse das dämliche Dreckspiel einmal laufen und dann esse ich mal eben was.
Na los, ey, bitte macht hinne! So, ich esse mal kurz was, ich bin gleich wieder da. Gut, scheint zu laufen. Habe ich doch gewusst, dass jetzt die Wende kommt. So, mal gucken, wie es mit der Investorensuche weitergeht. Ey, das heißt, 20 Wochen dauert das. 20 Wochen. Scheiße.
Scheiße. Egal, wir ziehen das jetzt durch. Ich muss es ja durchziehen, ich habe keine andere Wahl. So, mit dem Wieder kannst ganz kurz weg. So, zum ersten Mal heute mal, oh, ich wollte gerade sagen, mal nicht auf den Abstiegsring, aber stimmt doch gar nichts. Doch, nee, 16, 15, 14, immer noch auf Abstiegsring. Na, ist das frustrierend, wirklich. Da fehlt wirklich einem die Lust.
Arsch, du Wichser, ey! Hallo Park hier. Hallo der Tor. Gut, zwei Siege in Folge hatte ich noch nie. Vielleicht habe ich endlich tatsächlich mal wirklich eine Chance. So, gegen den Tabellenersten kann ja nur schief gehen. Oh Gott, nicht schon wieder Warnstreiks. Ah, nur die Flughäfen, oder? Gott sei Dank. Moment, ich führe wieder? Das ist gut. Und natürlich eine rote Karte. Geil, geil! Dritter Sieg in Folge, es läuft. Verbessern Sie, was? Verbessern Sie mit einer Mannschaft dreimal den. Das kann ich nicht weiterlesen. Gut, weiter Investor suchen. Und wie viel Budget habe ich denn? Nichts.
So, gegen Wanne Eike. Okay, das ist der vierte Sieg in Folge und ich bin baff. Das ist erstaunlich. Vielleicht habe ich echt eine reale Chance, da ein Team jetzt zu entwickeln. Aber natürlich nur mit Investorengeld. Okay, ich habe eine Chance, Leute. Ich habe noch nicht mal Warnung. Geil. Cool, cool, sehr cool. Gut. Dann kann ich jetzt echt tatsächlich mal mich auf die Jugend konzentrieren. Aber ich habe nur Idioten im Team. Dann lasse ich es erstmal.
Ich brauche Investorengeld. Um die Frage ist aber, wie viel kriegt man in der sechsten Liga, ne? Ich hoffe viel. Warum ist die Abwehr auf einmal so stabil? Sehr merkwürdig. Na fuck. So viel Glück bisher gehabt, scheinbar. Scheiße. War das echt nur Zufall gerade? So, auf jeden Fall läuft dieser Spielstand besser als der davor. Also macht mir das doch ein bisschen Hoffnung.
Okay. Okay, unentschieden auswärts nehme ich mit. Läuft auf jeden Fall viel, viel besser als zu Beginn. Trotzdem nicht gut genug, oder? Ja, keine allzu großen Aufwertungen. Schade, schade. Aber egal. Am wichtigsten ist Klassenerhalt und Investor, ne? Klassenerhalt und Investor. Oh, Lennestadt ist Erster, kann wieder heiter werden. Okay, die sind haushoher Favorit, aber ich probiere es. Okay, zufrieden. Levin Bock, du spielst gut. Gerstmeier, du spielst auch gut. Ach, ist das 0-1, 0-2, 0-3. Komm, 0-3, ist da auch egal. Willkürliches Dreckspiel, ohne Sinn und Verstand.
Die Hälfte des Budgets ist draufgegangen, nur um die Verträge zu verlängern, weil die alle bis 24 ausgelaufen sind. Und von meinem Stammtorwart und vom... So. Über außen bin ich im Vorteil. Aber ob das reicht? Ich krieg Bauchschmerzen von diesem Dreckspiel, wirklich. Was hat man sich bei diesem Spiel gedacht? Kann kein Team sich aufbauen. Ach komm, leck mich am Arsch. Macht null Bock. Absolut keinen Bock. Bloß schnell Investor herkriegen, Geld und ein bisschen bessere Spieler. Das macht sonst keinen Sinn. Ich merke hier, sechste Liga hast du natürlich richtige Nachteile. Und das ist ja auch nur ein Patch. Eigentlich ist es ja für Liga 3 nur aufgebaut, das Spiel, ne?
gewinnt man bitte wieder ein Spiel, vor allem gegen einen Konkurrenten. Was ging hier jetzt gerade ab? Aber gut. Nehme ich mit. Endlich mal wieder ein Sieg. Wichtiger Heimsieg und Abstand gehalten. Sehr gut. Ich sag mal so, wenn ich weniger als 10 Millionen Investorgeld angeboten krieg, breche ich ab. Da macht eine Karriere in der 6. Liga keinen Sinn. Denn vielleicht hier noch was drauf tun, weil ich könnte ja noch mal Öl ein RAS, der nicht dribbeln kann. Super. Danke dafür. Da ist doch Dribbling. Moment. So, wie geht's jetzt gegen Horsthausen? Ja, wie geht's jetzt gegen Horsthausen?
Interessant. Ja, cool. Das ist gut. Ja, ich bin zufrieden. Spieler loben. Ja, scheiße, so gut. Ach, fuck you, ey, wirklich, fickt euch. Ich brauche einen scheiß verfickten Drecksinvestor. Ach, schon die Rückrunde, okay. Dann ab. Ja, strengt euch bitte, obwohl die sind Erster. Wird wohl eine harte Nuss. Oh, wir führen, okay. Okay, wir führen nicht mehr, okay. Mann, ey, ich hab keinen Bock mehr drauf. Wirklich keinen Bock auf diese dummen, knappen Niederlagen. Kein Bock. Frustrierender Dreckscheiß. Braucht keiner. Absolute Zeitverschwendung an meinem scheißfreien Tag. Dämliches Dreckspiel. Wirklich absolutes Dreckspiel. Ich kann mir den Arsch aufreißen, wie ich will.
Die scheiß verfickten 35 Euro könnt ihr mir wiedergeben. Welche Scheiße, wirklich. Null Bock, schon die erste Saison mit Bochum null Bock. Alles getan und trotzdem verloren. So, jetzt bin ich mal gespannt, ihr verfickten Wichser. Habt ihr verfickten Wichser es endlich begriffen, oder was? So, habt ihr es wirklich begriffen, ihr Wichser? Gut, gut, ihr habt's begriffen, ihr Arschgeigen. Nämlich ja Arschgeigen. Arschgeigen-Alarm. Ich hab da was im Darm. Arschgeigen-Alarm. Ihr seid recht arm. So. Bald kann ich endlich Investor klar machen. Bin ich echt auf die Summe gespannt in der 6. Liga. 416 Euro habe ich auf der Bank gelagert. Das ist ja viel weniger, als ich in echt habe. Das Spiel macht mich fertig. Ich muss irgendwie im Editor die 6. und 5. Liga rauslöschen. Absolut keinen Bock drauf. Das Spiel ist, glaube ich, nicht dafür gemacht. Was ist das für eine Liga? Telkom Knockout?
Gut, gegen Iserlohn. Ja, gut, das ist cool. Ich habe eine gelb-rote Karte, geil. Absolut geil. Macht wieder mal sehr viel Spaß. Kein Bock, absolut kein Bock. Ja, macht noch 0,4, macht 0,5. Kein Bock. Absolute Qual ist das. Das ist eine absolute Qual. 6 Punkte Vorsprung noch. Hoffentlich reicht das. So langsam geht mir das Geld aus. Ich glaube, es klappt nicht mehr mit dem Investor suchen. Anstrengender Scheiß, wirklich. Ja, hallo Scheck. Es läuft scheiße, wie sonst. Das Spiel macht, was es will. Ich krieg kein Geld, hab scheiß Spieler. Macht natürlich keinen Spaß. Spielt lieber Anschluss 3, wirklich. Habe ich noch 71.000 Vereinsbudget, das kann eng werden mit Investor suchen. Aber doch, das sollte klappen. 88% habe ich schon. Gut, dann werden wir gleich erfahren, wie viel Geld wir kriegen. Nur wenn wir mindestens 10 Millionen kriegen, hat man eine Chance, ein Team aufzubauen unten. Das werden wir gleich erfahren. So, hopp, macht, macht, macht.
Auf das alle fit haben sie zum Jahreswechsel keine Verletzten mehr im Kader. Wow, habe ich dann aber einmal Glück gehabt. Und krieg Bauchschmerzen von diesem Dreckspiel, ey, wirklich. Man hat als Vereinsgründung 6. Liga 0 Chancen, wirklich. Es ist einfach nur schlimm. Aber jetzt sollte ich wenigstens, hoffentlich, mindestens zweimal, also nächste Woche sollte ich ein Investorangebot kriegen. Dann entscheidet sich alles, ob das Sinn macht oder nicht. Ich muss kurz auf Toilette. Ich bin gleich wieder da. Ah, so, das hat Spaß gemacht und weiter geht's. So, letztes Mal Investor suchen. Ja, 97%, das muss jetzt genügen. Wenn ich jetzt kein Angebot krieg, dann flippe ich aus. Oh, oder doch noch eine Woche warten? Okay, vielleicht doch noch eine Woche warten. Sichtungstag, Moment. Der ist gut.
Ah, leck mich am Arsch. Keine Chance wieder mal. Tabelle nur noch 3 Punkte Vorsprung. Oh cool, ich habe ein Angebot aus Südafrika. Was haben die für ein Team? Okay. Ja, leider habe ich mir ja vorgenommen, ein Team erstmal aufzubauen. Welche Liga spielen die überhaupt? Die haben schon mal 3 Meisterschaften. Cool. Das ist erstaunlich, aber ich muss leider ablehnen. So, jetzt sollte es mit Investor klappen, ne? Jetzt muss es klappen. Jetzt schauen wir, wie viel Geld das gibt. Oder? Hallo? Gleich muss kommen. Oder? Oder doch nicht? Oder 100%? Da. Oh Gott. Man kann das Spiel nicht spielen. 2,3 Millionen. Das Spiel ist unschaffbar. Ich versuche jetzt trotzdem auf dem Transfermarkt was zu machen, aber das ist zu wenig. Viel zu wenig. Das ist erschreckend wenig. Oh Gott. Wir versuchen trotzdem da was zu machen. Keine Torschance, 0 Expected Goals. Ja, das verlieren wir auch. Ich gucke auf dem Transfermarkt eben schnell. Ja, vielleicht lässt sich da doch was mitmachen. Moment. Erstmal gucken wir mal auf den Transfermarkt.
Das ist schon mal gut. Aha. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel ich für die drei krieg. Und jetzt werde ich auch mal Jugendinternate bauen. Und weiter geht's. Mensch, nach all den Jahren. Was hatten wir zwei früher für einen Spaß, oder? Haha, die Welt gehört dem, der handelt. So sieht's aus. Haltet mich für verrückt, aber ich glaube, ich spiele das weiter, obwohl ich nur 3 Millionen knapp bekommen habe. Was? Wie okay? Immerhin auswärts unentschieden. 4 Punkte Vorsprung.
Männer. Ah. Ah, okay. Nehme ich auch mit dem Punkt. Alles für den Klassenerhalt. 4 Punkte immer noch Vorsprung. Millionen ist halt für sechste Liga, Bob, ist das mega viel. Ganz ehrlich. Wie hast du das mit dem Investor hinbekommen? Angebote, Moment kurz. Ah, 4,2 Innenverteidiger. 600.000 Ablöse? Kann ich runterhandeln? Ich hab doch nur 300.000. Dann geht's nicht. Ne, dann geht's nicht. 3,7, wie alt? 21. Nur noch ein bisschen zu teuer. Kein Geld. Zwei Komma 7 ist zu wenig. Hmm.
Gut, das ist gut. Du spielst gut und du spielst auch gut. Aha. Das ist ein Big Point. Auswärts 1-0. Das ist Big Point. 6 Punkte Vorsprung. Das ist gut. Ich habe noch 477.000, vielleicht finde ich auf dem Transfermarkt noch was. Oder ich ziehe erstmal talentierte Jugendspieler hoch. Oder, was noch wichtiger ist, Leute verkaufen. Wie den da. Oder ich verschiebe die erst in die zweite Mannschaft, die ich nicht brauche. Ja, den kann ich hochziehen. Okay, die anderen sind zu jung. Gut, reicht erstmal. Falls ich die Klasse halten sollte, werde ich, glaube ich, die nächste Saison offline spielen. Das ist mir viel zu anstrengend. Und je nachdem, wie das läuft, dann irgendwann weiter streamen die Karriere. Vielleicht habe ich doch eine Chance, dieses Team wettbewerbsfähig zu machen. Oh, ich sollte auf jeden Fall irgendwie Westfalia, ich meine, Wanne Eickel vom Leib mir halten, dass die bloß nichts aufholen.
extrem offensiv, sagt mein Co-Trainer mir. Das ist, glaube ich, wirklich die perfekte Taktik, wenn es klappt. Bin ich mal gespannt. Keine Torschance für uns, Van der Eickel hat etliche. Ja, Last-Minute-Sieg. Dass ich das nochmal erlebe. Das ist mein erster gefühlter Last-Minute-Sieg in zwei Saisons. Gut, 9 Punkte Vorsprung, das sollte die Klasse sein. Ich sollte die Klasse jetzt gehalten haben. Jetzt kann ich Leute aussortieren. Oh, danke, der Turner. Ach, Scheiße. Ja, die wollen alle nicht, weil die noch sehr neu sind. Guck mal, wenn ich von der Jugend aus irgendwas Gutes sehen kann, ja. Ja, ich zieh mal alle hoch. Damit ich eine zweite Mannschaft auch aufbauen kann. Sehe jemand schon 16, ziehe ich dann auch hoch. Jo. Gut. Hallo Link, hallo. Okay, Großzeug. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Freitag CT Recap. Das kommt auf jeden Fall. Das hängt von meiner Stimmung natürlich ab.
Nee, hier bin ich. Also mir hat das heute jetzt überhaupt keinen Spaß gemacht, weil er so zäh ist und so schwierig in der sechsten Liga Erfolg zu haben. Deswegen weiß ich es einfach noch nicht. Deswegen keine Ahnung. Ja, auf meine Empfehlung, genau. So, Klassenhalt ist so oder so geschafft, aber ein Sieg wird trotzdem jetzt schön. Cool. Okay, so deutlich habe ich noch nie geführt. So deutlich tat ich noch nie geführt haben. Mal gucken, ob das so bleibt. 3-0, 3-1. Und jetzt habe ich hier eine rote Karte. Okay, okay. Okay, das ist mal endlich mal ein deutlicher Sieg. Schön. Damit ist der Klassenerhalt jetzt geschafft. Könnte Zufall sein. Hatte ich zwei rote Karten? Komisch. Und wie alt ist er denn? 26, ne. Vielleicht sollte ich den doch wieder hochziehen. Ja, ich ziehe den RAS mal doch lieber wieder hoch, nach dem Stufenaufstieg. Ja, das reicht. Oh, ich kann auch den wieder hochziehen. Doch, ich ziehe den auch wieder hoch nach seinem Level-Up. Gut, wie sieht meine Jugend aus? Gut, noch keiner 16 geworden. Okay, habe ich. Und Budget 477.000 könnte ich tatsächlich noch ein für nächste Saison holen. Hole ich mir ein ZM. ZM5er. 5er ZM. Das Spiel ist im März rausgekommen, ja. Oder im Februar.
keine Ahnung mehr. Ich glaube Anfang März. Gut, nehme ich den. Warum soll ich heute trinken? Morgen muss ich arbeiten. Raus und das schreibt nur für die erste Mannschaft. Ja, habe ich auch vorgehabt. Keine Sorge. Komm, lassen wir so. Nein, ja, Spezies ist kein Alkohol. Also ich versuche die Saison auf jeden Fall erstmal zu schaffen bis 20 Uhr. Ja, dann ist die Frage doch klar beantwortet. Jeder Mensch muss täglich trinken mehrmals. Wenn ich trinke, dann Wasser. Was kommt nach 20 Uhr? Private Sachen. Ich muss auch manchmal um mein Privatleben mich kümmern. Außerdem hat mich Slothpapa bedroht, dass ich ihm ein paar Zuschauer klaue. Deswegen darf ich nicht mehr streamen, sonst wird er mir wieder einen Schlägertrupp vorbeischicken. Na los. Okay, danke. Ja, probieren wir es mal mit der Aufstellung. So, Soding ist Favorit von der Teamstärke her, aber ich gebe noch nicht auf. Vielleicht gebe ich jetzt auf. Ja, wie gesagt, Klasse ist ja schon gehalten, das ist das Wichtigste. Und das war's leider. So, Tabelle sagt 11 Punkte immer noch Vorsprung bei 4 noch offenen Spielen. Noch ist die Klasse nicht geschafft, aber es sieht sehr gut aus. Auf jeden Fall mehr Punkte geholt, als ich je gedacht hätte. Das ist gut. Habe ich immer noch 477.000 Budget? Und dann werde ich weiter Leute verpflichten. Dann noch ein ZM und dann gucken wir mal.
Ja, zu teuer. The show must go on, okay. Morgen bis Samstag, wirklich? Das glaube ich nicht. Das ist ja fast eine ganze Woche. Das glaube ich dir einfach nicht. Schon ein paar Fünfer, das ist geil. Irgendwie habe ich richtig Bock jetzt auf einmal bekommen auf das Spiel, nachdem das so schlecht lief. Ah, okay, das ist interessant. Busse fahren, U-Bahn, Straßenbahn nicht. Ja, gut, okay. Mal gucken, ob man Jugendspieler gewinnt. Nee, leider nicht. Scheiße. Jugendspieler des Monats geworden. So, jetzt auswärts gegen Lennestadt wird verdammt schwer. Na, hopp. Macht hinne. Jetzt sofort. Oder ich spinne. Ja, geht doch. Ich will einfach nur die Saison beenden. Ist das so schwer zu verstehen? Ja, ist eine harte Nuss, Lennestadt. 10 Gesamtstärkepunkte höher, aber ich führe 1-0. Das ist ein kleines Wunder, würde ich behaupten. Ja, es ist, oh, 1-1 nur noch. Aber immerhin besser, als ich gedacht hätte. Dann lobe ich mal meinen Keeper. Du spielst super. Und dann lobe ich mal meinen Innenverteidiger. Du spielst gut. Oh, wieder meine rote Karte, ist das zum Kotzen. Also ich habe leider keinen Innenverteidiger mehr auf dem Feld, auf der Bank. Ich werde dann notgedrungen ihn zum Innenverteidiger machen. Oder rechter Verteidiger, ja, gut. Okay. Okay, ja, 1-1 gegen Lennestadt, geil. Ja,
Damit ist die Klasse jetzt endgültig geschafft. Sechste Liga, Klassenerhalt geschafft. Kann niemand von sich behaupten. So, ich habe immer noch 477.000 Transferbudget. Ah, hier, für nächste Saison muss ich immer gucken, aber es reicht, glaube ich. Für zwei Leute sicherlich noch. Ich guck mal kurz, wie mein Kader nächste Saison aussieht. Ich brauche noch einen LAV. LAV. LAV und IV. LAV und IV. LAV und IV kommt. Ui. IV wird eng. Gibt es vielleicht einen Vierer, der günstig ist? Ja. Cool. Dann machen wir die beiden erstmal. Tag, Chefin. Damit habe ich gar kein Restbudget mehr, aber meine Teamplanung ist abgeschlossen. Ich habe, glaube ich, doch ein ganz gutes Team. Und das schreibt nur für die erste Mannschaft. Ja, ist doch gut. Ich habe eigentlich gar keine zweite Mannschaft, wirklich. So, noch zwei, nee, noch drei Spieltage, das schaffe ich doch bis 20 Uhr. Na los, du gerne groß. Na los, du gerne groß. Na los, du gerne groß. Na los. Na los. Na los, du gerne groß. Na los. Ach, ist eigentlich egal. Ich habe die Klasse gehalten. Eigentlich kann mir egal sein, was jetzt passiert. Ich muss sagen, mir hat das die Kaderplanung gerade sehr viel Spaß gemacht. Für die nächste Saison. Okay, lassen wir dann doch so spielen. Ich hab. Also, wenn es nächste Saison nichts wird, dann weiß ich auch nicht. Oh, Scheiße! Oh Gott. Aus Versehen auf Abbrechen gegangen, fast. So, bin gespannt. Gegen Neheim sind wir nicht Favorit, aber wir spielen zu Hause. Da erwarte ich eigentlich schon ein bisschen was. Okay, 0-0, Halbzeit. Ich lobe den Keeper.
Ich lobe Dagobert Duck. Und weiter geht's. Ach, in der letzten Minute noch einen Gegentreffer bekommen. Ärgerlich, aber egal. Klasse ist ja sowieso geschafft. Klassenerhalt. So, noch zwei Spiele. Vereinsbudget habe ich noch ein bisschen Geld. Dann könnte ich tatsächlich noch ein Jugendinternat bauen. Nein, nicht Stadion ausbauen. Ein Jugendinternat. Wo war das denn? Ja, Clubgelände. Oh, das reicht nicht, ne? Ja, zu viel. Kann ich nur einmal bauen? Muss ich denn jetzt nochmal tun? Ich habe dich noch nie lächeln sehen, wie auf dem Bild. Okay, danke. Ich hab doch ein Jugendinternat, was soll das? Ach, ist noch gar nicht fertig, das dauert noch ein bisschen, okay. Dann warte ich halt. Ein bisschen Clubgelände wurde schon fertiggestellt. Wahrscheinlich ist das schon die erste Etage meines Jugenddings da. Aber gucken wir mal gleich nach dem vorletzten Spieltag. Los geht's, Leute. Jetzt macht mal hinne. Jetzt mach mal hinne. Du dumme Spinne, jetzt mach mal fertig. Ich will loslegen und danach meinen Platz schön fegen. Ja, jetzt geht's los. Das ist doch geil. Okay, genau, perfekt. Jo, so spielen wir. So spielen wir doch jetzt. Halt's mal, du dummer Specht. Los geht's. Okay, Homburg ist ein kleiner Favorit. Was habe ich, was ist jetzt passiert? Wieder ein Verletzter. Okay, der Co-Trainer wechselt. Dann lobe ich mal Jacob. Dann lobe ich mal Dagobert Duck. Okay, 0-0 nehme ich gerne. Das heißt nur noch ein Spiel. Wir sind zwar abgerutscht auf den 13. Platz, aber Klassenerhalt ist Klassenerhalt.
Da, 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 da. Jetzt nochmal Sponsor, Investor suchen. Dann gucken wir uns nochmal mein Jugendinternat an, ob ich jetzt endlich... Und dann im Bereich Jugend ausstatten. Und dann im Bereich Jugend ausstatten. Ich bin noch im Bereich Jugend. Keine Ahnung. Wir müssen dies zuerst auf dem Clubgelände bauen und dann im Bereich Jugend ausstatten. Ich bin noch im Bereich Jugend. Ah da, Jugendinternat ausstatten. Jetzt habe ich's. Sollte das da wohl jetzt... genug sein, oder? Cool, zwei Plätze kann ich bauen. Perfekt. Es läuft. Ba 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 ba. So, nächste Woche dann das letzte Spiel. Warte mal, so Stärke 3, welche Position HS brauche ich leider nicht, aber hat er eine Nebenposition? Hat er nicht, dann brauche ich den noch nicht. So, Börsengang. Dann werde ich die Jugend mir nochmal angucken. Kann ich jetzt welche ins Internat stecken? Es geht, Halleluja. Und den Stürmer packe ich ins Internat. So. So, und die letzte Saisonwoche, dann speichere ich. Und ich muss sagen, es lief diesmal besser. Und ich hoffe, nächste Saison noch viel besser. Oh, hallo Crash. Und wie du siehst, läuft es ein bisschen besser. Diesmal Klassenerhalt geschafft. 2,3 Millionen von dem Investor bekommen. Paar Fünfer ablösefrei geholt für nächste Saison. Das heißt, ich kann in der Liga auf jeden Fall mithalten. Und da müssen wir gucken, wie weit die Reise geht. Realistisch gesehen wird das leider kein Durchmarsch in die Bundesliga. Was eigentlich mein Ziel war. Aber ist in diesem Spiel nicht möglich. Leider nicht möglich. Außer ich spare mir Investoren, suche jetzt ein bisschen auf, bis ich in der höheren Liga bin. Dann eventuell, ich muss aber wirklich Schritt für Schritt nachgucken. Hier, die ganzen Stammspieler werden Vierer bis Fünfer. Also ist das schon eine große Qualitätsänderung. So, letztes Spiel.
Oh, Führung. Doppelführung. Lassen Sie einen Spieler alle Ligaspieler komplett durchspielen. Super. Jetzt bin ich sogar Zwölfter. Ein Platz vor Ziel. Das ist gut. War das eine harte Saison, wirklich. War das eine harte Scheißsaison. Oh, scheiße. Warum steht da den Peter Neuro Akademie? Habe ich das falsch gemacht? Fuck. So, ich speichere jetzt. Dann werde ich mit meinen zwei Leuten fliege. Und dann war's das. Das nächste Mal geht's weiter. Vielleicht morgen Abend um 21 Uhr, wer weiß. Ich muss ja erstmal arbeiten. Gewinnt mein Spieler Grötecke die Wahl? Schauen wir mal, das wäre schön. Ja, er gewinnt die Wahl. Jawohl, plus 40 Stufenfortschritt, geil. So, langsam blüht mein Team auf. Du hast recht, aber das war wirklich hart auf die Fresse bekommen. Frag Crash, was hier los war. Ich bin abgestiegen, ich musste neu starten, lief's auch scheiße. Aber gut genug, um jetzt gute ablösefreie Spieler bekommen zu haben. So, ich speichere. Ich sage Tschüss und werde fliege jetzt. Und vielleicht bis morgen Abend, so 21 bis 22 Uhr. So, ich raide den Saftsack jetzt. Ich hoffe nicht. Ja, 4 Zuschauer. Was? 6? So viele habe ich doch gar nicht gehabt, oder? Oh doch. Okay. Dann mach's gut, grüßt Pflege von mir und bis dann. Oh, hi Bob. Ich mache aber auch gleich Schluss. Nicht für den Raid, aber... Oh, was ist das denn? Zahlung...